Zum Abschluss eine sehr persönliche Frage. Sie hatten am 17. August Ihren 50. Geburtstag. Haben Sie diesen sehr ausgiebig gefeiert? Mir hat es auch gefreut, dass Sie so viel die Einladung angenommen haben. Das Fest war am 19. August. Glaubt man eigentlich, naja, Urlaubszeit, da werden nicht viel da sein. Trotzdem, es war Full House und habe auch die Unterstützung gehabt von vielen Vereinen in der Gemeinde und es hat mich wirklich gefreut. Also es war ein ganz klasse, würdiges Fest, würde ich mal sagen. Wie man hört, gab es auch ein ganz besonderes Überraschungsgeschenk? Ja, nein, es hat eigentlich ein paar überraschende Geschenke gegeben, weil Vereine und ein paar Personen haben sich zusammengetan, hat es ein Feuerwerk gegeben. Und meine Töchter haben jetzt nur dazu meinen Last-Kontakt aufgenommen. Ich bin ja seit 40 Jahren Schwarz-Weißer. Und haben das ermöglicht, dass ich beim nächsten Linzer Derby einen Ehrenanstoß mache. Das ist eigentlich auch ein Wahnsinn. Und dann ist nur zum allen Überfluss, oder wie sie tippen, muss ich eigentlich sagen, ist dann noch gekommen, dass man am Samstag, am Freitag bei der Feier eröffnet wurde, dass ich am Samstag oben bereits in Irland bin. Hat meine Frau mit Freunden und Familie hat das organisiert, dass wir dann einen Familienurlaub eine Woche in Irland gemacht haben, alles hinter meinem Rücken und das Ganze fast in einem Eklat geendet hätte, weil ich gesagt habe, das geht nicht, weil am Sonntag hat unser Altdächernd, ein Pfarrer, den ich sehr schätze, hat sein 50-jähriges Priesterjubiläum und da muss ich in der Gemeinde sein, aber da hat sich dann im Wasser gestellt, der Pfarrer ist schon seit Monaten eingeweiht. Eigentlich haben es alle gewusst, dass ich bei dem Fest nicht da bin, aber alle haben es dicht gehalten. Also das zeigt dann auch schon wieder, was für eine verschworene Gemeinschaft eigentlich Steinbach an der Steier ist. Und habe mich wirklich gefreut. Also war eine Bombenüberraschung. Ja. Herr Dörfel, ich danke Ihnen für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ich sage auch danke für das angenehme Klima und dass wir da ein bisschen plaudern haben können über die Zukunft des Bezirkes. Und Ihnen, liebe Zuseher, danke fürs Dabeisein.